So, da sind wir beim nächsten Booster. Ravnica's Treue. Booster-Packung mit 15 Karten. Das ist, glaube ich, der einzige deutsche Booster, der jetzt dabei war. Ich finde Deutsche immer ein bisschen schwieriger. Wir haben sowas wie den Rampenlicht-Unhold. 1 Mana 1-1. Und wenn er stirbt, fügt er dem Ziel eurer Wahl ein Damage zu. Ich finde deutsche Karten einfacher zum Vorlesen, natürlich, weil ich im Kopf nicht umdenken muss. Aber ich würde selber fast nie deutsche Karten spielen. Wenn ihr eine bestimmte Sprache habt, die ihr bevorzugt, schreibt mir die mal bitte. Das würde mich mal interessieren, ob ihr eher Deutsch oder eher Englisch bevorzugt. 1 Mana 0-1 Verteidiger tappen, fügt jedem Spiel einen Schaden zu. Der Speerspucker. Gedankenzerfall. 3 Mana neutralisiere einen Zauberspruch. Der Beherrscher legt die obersten 3 Karten seines Decks in den Friedhof. Auf jeden Fall besser als Abbrechen. Sauroform Hybride. 2 Mana 2-2. Für 6 Mana könnt ihr, falls keine +1/+1 Marken drauflegen, 4 +1/+1 Marken drauflegen. Getreuer der Stadt. 4 Mana 3-3. Wenn ihr ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Aasfresser der Unterstadt. 4 Mana 3-3. Wenn ihr ins Spiel kommt, könnt ihr eine Kreatur opfern. Falls ihr das tut, legt da 2 +1/+1 Marken drauf und wendet dann Hellsicht 2 an. Klingenbrand. 2 Mana Spontanzauber. Ihr zerstört eine Kreatur. Ne, eine Kreatur eurer Wahl erhält Todesberührung. So ist es. Und ihr zieht eine Karte. Dann packt und zerstört eine Kreatur. Bist du hässlich? Gebieterische Oligarchin. Einfach so eine urig alte Frau. 2 Mana 2-1 Wachsamkeit. Mit Seelenwanderung. Wenn die Kreatur stirbt, kriegt ihr einen 1-1 schwarz-weißen Geistwitcher mit fliegend. Wurzelschlinge. 2 Mana. Verhindere allen Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt wird. Warum nicht einfach Fork? Klingenjongleurin. 5 Mana 3-2 mit Spektakel. Und ihr könnt die für die Spektakelkosten spielen, wenn der Gegner in diesem Zug schon Leben verloren hat. Wenn das Spiel kommt, fügt sie einen Schaden euch selber zu und ihr zieht eine Karte. Geht besser oder auch schlechter. Lodernde Tore. 3 Mana Hexerei. Fügt jeder Kreatur x Schaden zu, weil x die Anzahl an Toren ist, die ihr kontrolliert. Alles klar. Makabres Posenspiel. 4 Mana Spontanzauber. Ihr bringt eine Kreatur aus dem Friedhof eures Gegners unter eurer Kontrolle ins Spiel. Sie hält +2/+0 und Eile und wird am Ende des Zuges geopfert. Das ist nicht schlecht. Gildenmagierin des Kombinats. Ein grünes und blaues, 2-2, für 2 Mana tappen, kriegen Kreaturen zusätzlich +1/+1 Marken. Also wenn sie mit +1/+1 Marken ins Spiel kommen. Für 2 Mana tappen bewegt ihr eine +1/+1 Marke von einer Kreatur auf eine andere. Und unser Rare ist, was bist du denn? Heldin aus Bezirk 1. Sind wir hier bei Mockingbird? Also hier Hunger Games mit dem Bezirk? Keine Ahnung. 2 Mana 2-2. Immer wenn du einen mehrfarbigen Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 Menschen-Kreaturenspielstand. Wow. Ein Guildgate, ein Goblin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ob ihr euch seht. Ciao, ciao.